Er hat kaum noch was zu tun in diesen Tagen, Klaus Löwenstein. Die sportliche Talfahrt der Lilien hat auch Auswirkungen auf sein Geschäft mit den Fanartikeln. Ja, sicher ist durch den sportlichen, also nicht eingetretenen sportlichen Erfolg, ist es schon ein bisschen hat's nachgelassen. Der große Enthusiasmus vom Anfang ist natürlich nicht mehr da, aber ich denke mal, dass das auch ganz schnell wieder kippen kann, wenn ein Erfolg sich einstellt innerhalb weniger Spiele. Darmstadt im Dezember 2005. Die Euphorie ist verblasst. Von Aufstieg redet niemand mehr nach 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen. Platz 9 in der Tabelle. Die Abstiegszone ist im Moment näher als ein Aufstiegsrang. Wir sind jetzt in einem ganz tiefen Loch und wir haben jetzt nur noch ein Spiel, um ein bisschen was zu korrigieren. Wir haben uns sicherlich die Vorrunde alles ein bisschen anders vorgestellt. Sind eigentlich relativ gut gestartet und haben dann immer wieder Probleme bekommen, ja, unerklärliche Probleme eigentlich, und haben nie eigentlich das Leistungsvermögen eigentlich erreicht, was wir eigentlich können. Die Erklärungen sind seit Wochen die gleichen. Viele Chancen, aber zu wenig Ertrag. Aus individuellen Fehlern fallen Gegentore. Verkrampfungen danach sind die Folge. Doch erstmals wird auch öffentlich die Qualität der Mannschaft angezweifelt. Das Ergebnis war in den letzten Wochen halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, und das hat sicherlich auch Gründe. Und wenn man dann eine Qualitätsfrage stellt, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, ja, wenn man die Punkte nicht holt, dann fehlt wohl auch ein bisschen Qualität dann. Kaum vorstellbar eigentlich bei diesem Kader mit Bundesliga-erfahrenen Leuten. Doch große Namen allein reichen auch in der Regionalliga nicht mehr. Markus Beierle zum Beispiel machte 6 Tore zu wenig bei seinen Referenzen. Abdul Thiam und Michael Anicic hatten wegen Verletzungen lange mit sich selbst zu kämpfen. Jürgen Kramny ist ebenfalls weit entfernt von den Erwartungen der sportlichen Leitung, auch wenn das niemand öffentlich sagt. Ich bin in der Vorrunde überhaupt nicht richtig in den Tritt gekommen, auch wie ich mir das vorgestellt habe, wie sich die Leute vorgestellt haben. Und ja, ich habe sicherlich auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir momentan nicht da stehen, wo wir gerne stehen würden. Die Fans reagieren mit Fernbleiben. Nur wenige Tickets wurden bisher verkauft für das Heimspiel Samstag gegen Eschborn. Ein Sieg dort ist Pflicht, sonst droht sogar die Abstiegszone. Keine einfachen Zeiten, auch nicht für Klaus Löwenstein im Fanshop.